In der Ferienregion Brandenkopf fällt uns besonders die herzliche Gastlichkeit der Menschen auf. Ein geselliges Miteinander, bei dem man nicht alleine bleibt. Wenn du hier wohnen würdest, wärst du jetzt zu Hause, ist sicher kein übertriebener Spruch. Am Eingang der bekannten Bärenhotels in Oberhammersbach. Einen kleinen, gemütlichen Ort mit 2500 Einwohnern am Hammersbach. Auch Prominente kommen gern hierher. Kein Wunder, denn hier kümmert sich der Wirt und seine Frau noch persönlich um jeden Gast und fragt nach dem Wohlbefinden. Die Bärenhotels im Naturpark Mittlerer Schwarzwald. Sie werden geführt von dem Bärenwirt mit seiner Leni und ihrem Team in familiärer Art. Meine ganz persönliche Einstellung ist, dass der Gast zufrieden das Haus, die Häuser verlassen muss und sehr beeindruckt von unserem Tal nach Hause fährt. Das Hotel ist hervorragend. Das Essen ist auch sehr gut. Einmal hier die Gegend und wie gesagt, unserem Wirt hier. Der ist nämlich sehr nett. Der Schwarzwald. Toll. Ganz toll. Erlebnis. Mhm. Wirklich. Zum Hotel Bären gehört auch ein gemütlicher Biergarten. Und auch bei Nacht ist hier einiges geboten. Gemütliches Beisammensein mit Tanz- und Live-Musik. Lass uns singen, wir haben einmal in der Woche einen großen Heimatabend und am Wochenende, freitags bis sonntags, haben wir unser bäriges Erlebniswochenende, wo die Post abgeht, oftmals auch mit einer 10-Mann-Blas-Showkapelle. Mit dem Shuttle-Service kommt man überall hin. Zum Bären gehören nämlich mehrere Häuser. Es sind 5 Häuser mit insgesamt 500 Betten, die jeder seine bestimmte Reiz und seine Art hat. Gleich gegenüber ist das Hotel Bärenstube mit den 3 wilden Schweinsköpfen. Es verbindet sinnvolle Gastlichkeit mit modernem Ambiente. Die Zimmer bieten viel Platz und sind modern eingerichtet. Teilweise sogar alters- und behindertengerecht. Der Stubensaal bietet Platz für bis zu 220 Personen. Durch dichten Tannenwald fahren wir nun bergauf zu einem echten Geheimtipp. Zu einem Gasthof in luftiger Höhe, der Nilhof. Auch er gehört zu den Bärenhotels, hat aber einen ganz eigenen Charme. Wanderer können hier gemütlich im Biergarten vespern. Der Koch bereitet gern eine deftige Brotzeit mit dem unverkennbaren Schwarzwälder Schinken. Bärenwirt Rainer Kuder ist stolz auf sein Traditionshaus. Ja gut, der Nilhof war schon im 13. Jahrhundert eine Herberge und ist in Fischerbach als solche auch vermerkt im Rathaus. Es ist ein Höhenhotel, welches besonders kinderlieb ist und für Wanderer gut geeignet. Sie sehen hier rechts die ganzen Vogesen, links den Schwarzwald und den Feldberg als höchste Erhebung mit 1500 Meter. Übrigens kann man hier kostenlos an Backkursen für die Original-Schwarzwälder Kirschtorte teilnehmen. Wunderbar. Die kurvenreiche Gegend zieht auch viele Biker an. Wie ist die Strecke hier so? Strecken sind sagenhaft. Mir gefällt es ganz toll. Wetter macht gut mit hier. Leicht bewölkt, nicht zu heiß. Macht richtig Spaß. Ja, hier im Nilhof ist es sehr schön. Ich bin der Leiter dieser Motorradgruppe. Wir sind momentan mit 25 Maschinen da. Normal sind es insgesamt 34. Und wir sind zum ersten Mal hier. Das heißt, meine Person, aber mit Sicherheit nicht zum letzten Mal. Und für die Kleinen gibt es einen schönen Streichelzoo. Auch ein Wildgehege gehört zum Nilhof. Die Ferienregion Brandenkopf im Schwarzwald bietet vor allem seine schöne Natur.
Mit dem Zug kommt man überall hin und kann das Auto stehen lassen.